Freitagvormittag ist Anthony Blinken, seines Zeichens US-Außenminister, in Wien-Schwechat gelandet mit der zweitberühmtesten Maschine der Welt, nämlich mit der Air Force 2. Empfangen wurde er dabei von der Botschafterin hier in Österreich, nämlich von Mrs. Kennedy. Und heute Nachmittag, da gibt es ein dichtes Programm. Das große Blinken wird spätestens im Bundeskanzleramt und davor dann einsetzen, wenn hier eine Großschar an Autos und an Sicherheitspersonal auch zugegen sein wird. Es wird hier ein Sechs-Augen-Gespräch geben zwischen Blinken, Karl Nehammer und auch Alexander Schallenberg. Die Ergebnisse daraus sollen dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Krisenherde dieser Welt werden natürlich das große Thema sein. Die Ukraine auf der einen Seite, aber auch die Lage in Gaza. Da hat Blinken ja zuletzt Kritik an Israel auch geäußert und an der Lage dort der Menschen. Die USA plädieren ja für eine relativ schnelle Waffenruhe, die dort einsetzen soll. Ein weiteres Thema, und das war der eigentliche Anlass für den Besuch des US-Außenministers, ist ein großer Gipfel der Vereinten Nationen zum Thema Drogen und auch Verbrechensbekämpfung. Hier sind vor allem zahlreiche Coca-Staaten auch mit dabei, also Außenminister von beispielsweise Honduras, Ecuador und auch Kolumbien. Die werden dann in den kommenden Tagen erwartet. Gestartet hat das Ganze nämlich schon gestern, und bis zum kommenden Freitag soll diese Tagung dann auch stattfinden.